einen schönen Freitagabend und willkommen bei uns im Adlerstudio. Sie sind es gewohnt, wir haben immer interessante Interviewpartner und den heutigen, den möchte ich euch ganz kurz mit einer kleinen Biografie einmal vorstellen. Der Mann, der mir gegenüber sitzt, ist seit 1978 beim ORF, war von 1990 bis 1993 bei Dreisat und beim ZDF als Sportkommentator und Moderator mit dabei und seit 1995 ist er der Sportchef von ORF Kärnten. Er berichtete von Olympischen Spielen, von Weltmeisterschaften und ja, beinahe jedem sportlichen Großereignis. Ja, der Mann, der jetzt da sitzt, Tono Hönigmann. Tono, schön, hallo, dass du da Joshi, bist. Hallo Joshi, schönen guten Abend, servus, freue mich sehr. Ganz am Anfang muss ich dich mit einer Dings einmal konfrontieren. Weißt du, dass du im ganzen Land die Leute mit erhöhtem Pulsschlag konfrontierst, jedes Mal? No, glaube ich nicht, aber wenn es so ist, ist es schön. Vor allem natürlich beim Eishockey, wenn die Adler Tore schießen, oder? Ich muss ja selber sagen, du erlebst das ja nicht mit. Es ist ja furchtbar, wenn du dann kommentierst und die Adler sind im Angriffsdrittel, ja? Und du kommentierst und man ist so hautnah mit dabei. Wie macht man das? Naja, es ist so, es geht eigentlich darum, dass man die Geografie des Platzes, der Eisfläche ein bisschen genauer beschreiben sollte, so dass man sich halt zurechtfindet, auch am Radiogerät zu Hause. Ja. Ist man jetzt links vorne, links hinten, irgendwo an der Bande, blaue Linie, zentral vor dem Tor, knapp neben dem Tor und so. Und das versucht man halt irgendwie einfließen zu lassen. Ja. Und dann kombinieren das Ganze mit den Spielernamen und vielleicht hin und wieder auch noch ein Gegner dabei. So. Es ist ein Wahnsinn, wirklich. Also man flippt teilweise wirklich aus vom Radio und sagt, das Spiel ist wahrscheinlich vor Ort nicht einmal annähernd so spannend, wie ihr das dann im Radio macht, mit dem Kollegen, mit dem Gustav natürlich. Naja, es ist so, man bemüht sich halt, irgendwo diese Spannung zu vermitteln und das Radio ist an und für sich, ja, das ideale Medium dafür, sage ich. Jetzt machst du das schon so lange, natürlich mit deinem kongenialen Partner. Wird man nie müde, dass man immer sagt, man verliert die Lust oder wie... Andere Frage, wie hältst du die Spannung oben? Na, also ich werde überhaupt nie müde, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind im 34. Jahr des Kärnten Eishockey Magazins. Wir haben 1981 begonnen, einst mit einem legendären Derby zwischen dem VSV und dem KAC. Und ich bin eigentlich wirklich nie müde, auch weil sich ja praktisch immer wieder alles ändert. Von Saison zu Saison, du hast wieder neue Mannschaften, zumindest neue Spieler, neue Gesichter. Ja, und in den letzten Jahren hat sich natürlich sehr, sehr viel getan in dieser ersten Bankliga. Die vielen neuen Teams, die dazugekommen sind. Und wir waren ja auch schon unterwegs, als es da in der Alpenliga nach Italien ging oder auch teilweise nach Ungarn wieder in andere Städte und so weiter. Also es ist immer wieder etwas Neues und ja, auch die Gesichter des VSV haben sich verändert im Laufe der Jahrzehnte. Im Laufe der Jahrzehnte, gutes Stichwort, da kommt ja enormes Fachwissen einfach mit. Hast du nie ein Trainerangebot einmal gekriegt? Von Klagenfurt oder vielleicht, wo sie gesagt haben, du, der Mann kennt sich ja aus, wenn er jahrelang das macht. Naja, es ist etwas ganz etwas anderes natürlich, das weißt du ja auch, ob man jetzt als Reporter oder Kommentator irgendwo sitzt oder natürlich da am Eis direkt mit den Spielern sich unterhalten muss, beziehungsweise ein Team coachen muss. Das ist natürlich schon etwas ganz anderes. Also ich bin froh, wenn ich alle Mannschaften, muss ich ganz sagen, kenne im Laufe der Zeit, nachdem ja so viele neue kommen, so viele Tryout-Spiele jetzt wieder da sind. Das ist ja nicht nur in Kärnten so bei einer Mannschaft, sondern auch außerhalb. Also es ist eigentlich ein Wechsel. Ich kann mich erinnern, dass am Beginn in den 80er, 90er Jahren war das bei Weitem nicht so. Da hat die Mannschaft wirklich dasselbe Gesicht gehabt. Ja, also der VSV ja auch, das genau gewusst, wo spielt der Fuzzi Petring, wo ist der Gunnarslav Sekulic, wo fährt der Leosiert. Also da habe ich wirklich, die hätten ohne Nummern spielen können, die habe ich alle am Laufstil erkannt. Das ist jetzt schwieriger. Sicher. Ich mache natürlich immer die Live-Berichterstattung. Wie geht es dir selber nach so vielen Jahren, so viel Routine? Ist man dann ein bisschen nervös? Erhöhter Pulsschlag oder sagst du, kein Problem, alles also, safe? Ich sage, es ist immer gut, wenn man ein leichtes Kribbeln verspürt, weil man aufmerksamer ist. Es geht ja um die Konzentration. Sobald du etwas nicht ganz ernst nimmst, machst du Fehler und wirst schlecht. Und daher ist es gut, wenn man diese Aufmerksamkeit und die Konzentration immer hochhält. Und das mache ich ganz bewusst und bereite mich auch immer sehr gut auf jedes Spiel vor, muss ich sagen. Ja. Gibt es irgendwie von dir persönliches Highlight, egal Sport, muss nicht Eishockey sein, wo du sagst, und das erinnere mich total gern zurück, das war mein persönliches Highlight. Na, es hat sicherlich viele, viele schöne Sachen gegeben, muss ich sagen. Und wenn ich eines herausgreife, das war natürlich legendär, das war 1989, als es Fußball-WM-Qualifikation gab und Toni Polster damals die drei Tore gegen die DDR geschossen hat im Wiener Praterstadion damals noch und ich das für Ö3 übertragen habe. Das war sicherlich ein absolutes Highlight, weil du halt weltweit gesehen mit österreichischen Sportlern und Mannschaften ja nicht so gesegnet bist, dass du sehr oft um
sage jetzt mal WM-Gold oder Olympiagold spielst, fährst, was immer. Jetzt haben wir von den Skifahren abgesehen, aber Mannschaftssport natürlich ist etwas ganz anderes wieder. Daher ist ja auch das Eishockey so unheimlich dramatisch und unheimlich packend, weil es halt wieder eine andere Dimension darstellt. Ist noch irgendwas auf dem Wunschzettel von Tono Hönigmann, wo du sagst, das möchte ich einmal noch machen? Einmal, ich weiß nicht, bei Olympia, ja, das Finale, irgendwas. Gibt es irgendwas? Mit Österreich ein WM-Finale im Fußball oder im Eishockey, wie auch immer. Wir waren ja bei Olympia schon sehr gut, ja, muss man ja sagen. Wir hatten eine riesige Chance jetzt in Sochi in diesem Jahr. Ist schade, dass man die eigentlich vergeben hat. Das wäre schon etwas gewesen, wenn du im Viertelfinale gekommen wärst und gestanden wärst und so weiter. Da hat man was liegen lassen, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ja. Vielleicht kommt die Chance noch einmal. Abschließend, Tono, jetzt kannst du ja oder nein sagen. Wir haben eine freche Frage. Wenn du willst, musst du aber nicht. Ich will immer. Okay. Tono, Frage selber. Du bist zu Hause, schaust fern, schaust beim anderen Sender ein Eishockey-Match an. Erwischst du dich selber, dass du vielleicht über einen Kommentator einmal schimpfst, wo du sagst, mein Gott, nein, das hat er versemmelt, das könnte ich besser. Also wenn ich ehrlich bin, nicht. Ich habe sehr großen Respekt vor allen anderen Kollegen. Das sage ich jetzt nicht nur so, das ist auch so. Und letztendlich sind wir auch, egal welche Sender das sind, im Fernsehen, im Radio, wir sind ja miteinander nicht verfeindet. Wir sind teilweise sogar befreundet, auch mit den anderen Sendern. Und daher muss ich sagen, mir tut es eher leid, also für den Kollegen, wenn dem was passiert, weil ich weiß, wie es da geht, wenn du jetzt daneben bist, wenn du etwas, ein Tor nicht siehst, den falschen Torschützen und, alles ist schon passiert. Ja, also es gibt keinen, wahrscheinlich keinen Reporter oder Kommentator auf der ganzen Welt, der nicht irgendwann mal einen furchtbaren Blutzer gemacht hat. Also ich leide eher mit dem mit und würde auch nie mich über ihn lustig machen, sicher nicht. Also das zeichnet dich aus. Ja. Ich sage vielen, vielen Dank, danke für den Besuch, war sehr interessant, dich ein bisschen näher kennenzulernen. Ich danke. Wann fängt die Sendung an? Ja, heute Eishockey Magazin geht los in weniger als einer Stunde, 20.04 Uhr wieder. Also wir sagen ja. Alles Gute. Vielen Dank. Und natürlich ihr auf Facebook seid immer vorne mit dabei.